Servus. Wenn du wissen willst, ob die Zahl durch 9 teilbar ist, dann musst du zunächst die Quersumme bilden. Die Quersumme, das ist die Summe der einzelnen Ziffern, also in dem Fall 6 plus 5 plus 3. Was kommt da raus? 6 plus 5, das sind 11, plus 3, das sind 14. Und dann schaust du dir die Quersumme an. Und wenn die Quersumme durch 9 teilbar ist, dann ist auch die ganze Zahl durch 9 teilbar. Das ist jetzt hier ja nicht der Fall. 14 geht nicht durch 9, dann geht also 653 auch nicht durch 9. Also 9 teilt nicht 653. Wie sieht es bei der zweiten Zahl aus? Ich muss wieder das Gleiche machen, Quersumme bilden. 3 plus 7, das sind 10 und dann noch 8 dazu, dann haben wir 18. Geht 18 durch 9? Ja, das geht, das ist ja in einer 9er-Reihe. Also ist 378 auch automatisch durch 9 teilbar. 9 teilt 378. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.